wir spielen gegen Zerg und Protoss und Nergorix wird hoffentlich wieder Terraner, weil das hat so gut funktioniert. Machen wir jetzt. Kannst auf jeden Fall noch nicht sagen, weil The Greybush und gegen Sabazan. Ich hoffe, die kriegen wir klein. Protoss, glaube ich, habe ich so ein Gefühl, er geht auf Mars Air. Das ist ja Stilmittel. Ah, mit Zerg dabei. Ich weiß gar nicht, was aktuell im Zerg-Meter generell Swarmhost so gemacht wird. Swarmhost. Swarmhost kann man. Ich habe heute ein bisschen TLO geschaut. Und es ist tatsächlich so, gegen Mech spielt man wohl aktuell Swarmhost. TLO. Bases rauszunehmen. Was ist das denn? Oh, Zerg ist er. Das heißt, ich muss gleich die Hotkeys einmal umstellen. In Zerg ist er ja gut, den Ergorix. Auf jeden Fall besser als Terraner, das würde ich schon sagen. Bin umgestellt. Ich wollte ja auch, das habe ich schon wieder völlig vergessen, dass ich diese Farben hier ändere. Aber damit sind wir rot, das müssen wir noch anders einstellen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich bin gleich Supplyblock, weil ich die Wall verkackt habe. Jetzt ein böse Supplyblock. Jetzt kann ich erst wieder bauen. Das ist nicht so schön. Das ist nicht gut. Der Code ist, ne? Ja. Dann haben wir genau ein Mirror-Match-Up. Ja. Wer kann damit besser umgehen? Wahrscheinlich der Gegner. Sie wollen schon mal nicht. Mühe ist Doppelgas beim Zerg. Geh mal die Echse an. Da steht noch nichts. Das ist überraschend. Aber Pool war auch noch nicht da, ne? Hätte da noch leicht sein können. Ich nicht gesehen. Gateway kommt ganz Standard-Opening beim Doppelgas beim Zerg schon ist echt überraschend. Das lässt eigentlich fast auf einen frühen Roadspurt oder so. Jetzt kommt der Pool. Leuten, ja, der ist vom Teil her okay. Warte mal eben nochmal die Base vorher. Danach kannst du wieder wegfahren, aber. Das ist jetzt Zerg hatte nicht expandiert. Kannst du dann auf dem Rückweg mit deiner Probe einmal hier unten vorbei scouten? Auch das ist möglich. Ich traue mich halt gegen Zerg immer erst extrem spät expandieren. Weil ich extrem Schiss habe vor frühem Bullshit. Ich hab jetzt auch schnell zwei Gas genommen, damit ich mich wehren kann. Okay, war nichts unten, alles klar. Ich hab auch schon zwei Gas. Hast du schon irgendwelche Einheiten oder irgendwelche? Nein, ich bin Zerg, ich hab auch den Pool noch nicht mal fertig. Ich bin gerade extrem schlecht, muss ich zugeben. Ah. Was ich hier gemacht habe, ein bisschen übertrieben. Du hast die Goldechse genommen. Ja. Der andere Protoss, ne? Ja. Was macht ihr denn hier? Die chillen einfach neben dem Gasgeisier, anstatt Gas zu meinen. Ich habe meine wenigstens ins Gas geschickt, ja. Also es kann sein, dass ich diesen Overlord hier vorne demnächst verlieren werde, aber dann wissen wir immerhin, dass da was ist. Ich glaube, das ist das Risiko erstmal wert. Ich habe ein Dingenschen, ne? Ich muss aber auch expandieren. Ich muss raus zum Expandieren. Ja, ja, natürlich. Das hilft nicht. Ja, so spät musst du eigentlich nicht expandieren. So spät muss ich jetzt übrigens. So spät muss ich nicht expandieren! Du hättest jetzt eigentlich auch einen Stalker bauen können gegen den Overlord, weil der da so steht. Bau mal gleich als nächstes einen Stalker, Chrono booste den auch. Pass auf, dass dein Adept da sich nicht einsperrt, weil das ist. Ich hab dich doch extra nach hinten geschickt, Nergorix. Achso, ich habe nicht genügend Mineralien. Das ist ja was ganz was Neues. Warum habe ich immer so wenig, seit ich so spiele, wie du das sagst, habe ich so wenig Mineralien? Ja, das ist aber gut, dass, wenn man das hat. Das heißt, du gibst dein Geld aus. Ich kann ja nie was bauen! Ja, das musst du natürlich vorher mit einberechnen. So, ich Chrono-Booste. Ich kann auch auf schnelle Mutas gehen. Das ist vielleicht sogar noch wahrscheinlicher. Ja, das stimmt wohl. Also wir sind uns aber einig, dass das wieder Bullshit wird, ne? Ja. Oh, mein Overlord ist ja in der Gegner schon Base. Dann scouten wir da doch mal rum. Warum steht denn der mitten in der Base? Egal, wir nutzen das mal und tun so, als wäre das gewollt gewesen. Wir nutzen diese Verzögerung. Ich würde ganz gerne wissen, ob er einen Leertech hat. Da kommt eine Robo, interessanterweise. Hat Upgrades. Oh, ich Vollidiot. Und Ling Baneling hat er. Hat keinen Leertech. Ja, die Ling Baneling gucken wir am besten, dass ich die abkriege und nicht du. Aber die Frage ist, wo ist denn seine Hedge? Ich muss jetzt mal mit meinen Lingen ein bisschen durch die Gegend scouten. Ich habe auch die Wall. Die Vermutung, dass irgendwo. Irgendwo ist. Da ist Böses im Busch. Ne? Genau. So, Worker bauen. Boah, du steckst echt an mit deinem Scheißspruch von Worker bauen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Boah, das war klar, dass wir den irgendwann verlieren.
Oh, ich habe einen Double Roach Horn, voll bewusst. Ist das gut? Nein, überhaupt nicht. Eigentlich ziemlich verschwendete Ressourcen. Hat der jetzt das erste Mal expandiert? Das kann doch nicht sein. Ich verstehe, das ist... Du verwirrst mich gerade ein bisschen, muss ich zugeben. Ich habe schon wieder nicht genug Mineralien. Warum verwirr ich dich? Unser Gegner verwirrt mich. Du, ja, der macht das alles komisch. Ja, macht er auch. Ich habe noch kein Warpgate, das ist peinlich. Oh, was ist da los? Mars Oracle! Hilfe! Hilf mir! Ich habe nur einen Stalker bisher. Ich könnte halt overchargen, aber dafür müsste er erstmal hier hinkommen. Der hat auch Phoenixes bei! Der hat ihn einfach nur gefeedet wahrscheinlich. Jetzt flieg doch dahin! Oh, gegen die Dinge hast du nicht deinen Lückenbärsi gehabt. Das ist ziemlich scheiße. Ein bisschen Überforderung, ja? Aber du musst Stalker warpen, das ist ja auch nicht bewusst. Ja. Und warum hast du wieder nur einen Pfeil an deinen allen Gateways? Das kann gleich nochmal zu sehr, sehr unschönen Situationen führen. Pass mit den Banlingen auf. Okay, rennen in alle Banlinge rein, ist auch okay. Bauen Pfeilen danach, dann hast du gleich wieder keine. So, Banlinge waren nicht so das Problem. So, ja, ich habe halt keine Eco. Wenn du Minerals übrig hast, sag mir gerne Bescheid. Oder also, dann du weißt meine neue Problematik. Das sind extrem viele Phoenixe, ne? Ja, der hat ihn einfach gefeedet. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Mein Nexus wird unten abgerissen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ja, also Problem ist halt, ich muss halt jetzt Drohnen bauen, das geht nicht anders. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich kann halt auch kein Anti-Air bauen gerade. Weil ich habe halt noch nichts, aber ich habe auch keine Ressourcen, um das für ein Scheißspiel Tech einzuleiten. Sein, ich finde das frech. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich muss auch eigentlich Probes bauen. Ich habe auch meine Echse wieder verloren. Verbündeten befinden sich im Kampf. Ja, du hast inzwischen eine Eco-Line irgendwas dagegen. Nee, hast du nicht. Bau da was. Bau da Cannons. Du brauchst Cannons. Das hilft nichts. Oder du stell deine Worker da. Oder deine. Ja, ich stell meine Worker dahin. Dingens da auf jeden Fall hin. Aber selbst das hilft wahrscheinlich nicht. Das sind einfach zu viele. Ich habe keine Ahnung, wie die das so schnell auf so viele. Gefeedet, immer noch. Ja, das ist doch verboten. Verboten, warum würde das verboten sein? Weil das asozial ist. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Halt wundert ist, dass der Zerg halt auch nur One-Base war, eigentlich. Ich habe halt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollten. Ich muss hochdrohen. Ich habe so ein Mothership-Core nachgebaut. Ich hab erstmal Worker nachgebaut. Ja, du hast doch genug Worker für One Race, oder nicht? Ich hab 12. Ja, ist in Ordnung. Brauchen wir Mothership Core. Okay, jetzt habe ich 13. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich hasse ihn so sehr. Mothership Core wäre jetzt geil, ne? Ich hasse ihn so sehr. Er ist Chrono boostet schon. Ich bin das Kall. Ihr seid auf mich. Beste Lückenroach, die man bauen kann. Mothership Core ist jetzt langsam fertig. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mineralienfeld erschöpft. Ich will ja auch wieder Queens bauen, aber. Da unten ist. Ne, stehen da noch rum. Und da du Double Twilight Council gebaut hast, warum auch immer. Ich hab Double Twilight. Lol. Bau mal. Wir haben also beide in dem Spiel ziemlich viele Fehler gemacht. Hier auf jeden Fall auf Link, ne? Immer Fokusfeuer auf einen Stalker. Auf einen Stalker vor allen Dingen. Ich habe keine Energie. Das hast du in deinem Warcruise mal eingeladen? Sind das möglicherweise Stalker? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. So, wir müssen noch ein bisschen überleben, dann habe ich Corruptor. Ja. Aber ich habe halt auch nicht viel Income. Ich habe das gehalten. Jetzt kommen Void Rays dazu. Ja, wie geil. Ich habe das hier auf alle Fälle gehalten, würde ich dann immer sagen. Ja, jetzt können wir gleich Void Race, ne? Mars Void Race. Das, da brauche ich eigentlich halt was gegen. Und keine Corruptor. Ja, was wünscht ihr? Ey, guck mal, was der Gegner mir so anbietet, ey. Ich brauche einen Overcharge gleich.
kann natürlich passieren. Aber ich habe ihn zumindest ein bisschen abgelenkt, dass wir hinten ein bisschen Ruhe haben. Vielleicht. Mit Glück kommt er auch zurück. Hat er sogar gemacht. Vor allem tatsächlich. Bitte? Vor allem tatsächlich. Ich müsste eigentlich wieder expandieren, aber ich. Ja, kann ich halt nicht. Auch, dringend. Ich habe auch nicht mehr so viel Income jetzt, muss ich sagen. Problem ist halt, wir haben auch nichts gegen die Linge. Also wir können jetzt auch nicht sagen, okay, wir räumen ihn jetzt irgendwie mit Mars Anti-Air ab. Wir müssen auch irgendwas gegen die Linge gleich machen. Ich kann nicht wirklich viel machen, ich habe nämlich nicht so viel Income. Ja, ich auch nicht. Also, wenn wir ehrlich sind, waren wir tot, nachdem hier Mars Oracle Phoenix meine gesamte Base überrannt hat. Ja, yeah, don't give up. Da kommen sie. Basisfalle platziert. Pass da auf. Am besten stellst du einen ab. Ja. Und nicht wegrennen, bitte. Die kommen jetzt in meine Base gleich. Du bist mir hingerannt. Komm mal hier mit dazu. Das ist übrigens auch eine Stasisfalle. Ich habe meinen Zealot in die Stasisfalle rennen lassen. Wie kann ich denn Supply Block sein? Das ist jetzt extrem ärgerlich, muss ich dazu sagen. Okay, komm, drauf. Das ist ja alles gut gegen das, was ich habe. Nee, Phoenix ist halt nicht so gut gegen das, was du hast. Ja, der kann halt alles liften. Jetzt der Rest allerdings schon. Jetzt kommen von unten die Adepten. Ja, und dann Darkshine wurde auch noch gescoutet. Das ist überhaupt nicht gut. Er ist halt einfach viel zu viel. Jetzt kommen diese Drecksviecher. Swarmhost hat er auch noch. Was ist das für ein Scheißspiel? Okay, wenn wir das nächste Mal Zerg Protoss spielen, ne? Wir müssen einfach machen. Ja, wir wurden halt einfach überrascht. Wir müssen halt mehr scouten, aber ich kann halt als Zerg auch nicht immer scouten. Eigentlich bräuchten wir einen früheren Observer von dir. Oder Sentries. Am besten wäre es, wenn du mal zwischendurch zwei Sentries bauen würdest und dann Halluzinationen da reinschickst. Ich kann auch drei bauen und dann versuchen zu harassen. Nein, aber das ist wirklich ein guter Plan. Bau mal beim nächsten Mal, zwei Sentries, die sind auch gut für Force Fields natürlich. Das ist immer ärgerlich in StarCraft. Da hast du zwei wirklich gute Spiele mit wirklich guten Gegnern und dann kommt so ein Scheiß. Tyrock, hör mir bitte zu. Das ist jetzt Verbesserung. Ja, ja. Bau am besten 2 bis 3 Sentries. Eigentlich 2. 2 sollten eigentlich reichen. Gegen Zerg kannst du vielleicht auch 3 bauen, damit wir mit Force Fields vielleicht nochmal ein bisschen arbeiten können. Und damit dann halluzinierte Phoenixes reinschicken, wenn ich dir sage, schick mal einen halluzinierten Phoenix da rein. Ach so. Ich hätte die DTs früher gebraucht, dann hätte ich die Was hätten wir denn die DTs gebracht? Nichts. Weil er hatte keine Detection. Doch, er hat Oracles. Ja, der hat nicht das Können dazu. Das ist nicht so schwer mit dem Oracle zu detekten. Doch. Weil die DTs hätten in dieser Situation gar nichts gemacht. Höchstens Arkans halt, die du da rausgemacht hättest. Aber das war halt einfach ein Überraschungseffekt, der uns das Spiel gekostet hat, ganz klar. So, ich bin wieder Zerg. Was ist denn hier los eigentlich? Ach, nö. Mal hier zwei gleich sind, wobei Terraner war ich ja gerade eben 3, ne? Was? So, habe ich vielleicht schon geschrieben, egal. Wollen wird schwierig. Ja, ist egal. Schwierig bis fast unmöglich. Brauchst du auch nicht wollen. So, du hättest eigentlich für dich wollen müssen, einfach nur. Jetzt habe ich damit schon angefangen. Ja, aber du kannst ja gleich nicht vernünftig deine Gateways alle setzen. Ich weiß. Deswegen habe ich das ja gesagt. Warum hast du es denn dann gemacht? Weil ich wollen. Da kannst du kein Gateway so hinsetzen. Ja. So. Lücke bis nach Amerika. Passt. Da kommt gleich der Lücken-Immortal rein. Der passt auch nicht. Kannst du doch, drei Lücken-Arkans reinstellen. Vielleicht reichen 2, aber ich würde fast sagen, dass 2 auch nicht reichen. Gut, haben wir am besten hinten das Ganze nochmal.
Wann kommt denn dann ihr dein Dingens an, dass wir was sehen können? Das dauert noch. Ich bin erst noch irgendwie nicht so ganz so schlau geschickt, aber ist egal. Das ist egal. Ich verliere den nicht. Herzlich willkommen zu meinem Literaturforum. Einer ist schon mal zerk, wusstest du das schon? Ja. Hab bestimmt wieder geklingelt. Kein einziges Mal Good Luck have fun geschrieben. Ja, geklingelt war eigentlich gar nicht so falsch, ne? Ja gut, das was soll sonst sein? Man kann natürlich auch schreiben, meine Katze brennt, der klassische Blei. Meine Katze brennt. Er hat das tatsächlich in einem Turnier geschrieben, wait, my cat is burning. Meine Katze brennt. Die berühmte Blei. Hauser, Coco. Ja, mach mal. Ich war noch nicht fertig. Lass mal Gegner abfacken. Wo soll ich denn hier hin expandieren auf der Scheiß-Map? Ja. Ist nicht so, als hätten wir diese Map gerade eben schon gespielt. Und auch da war sie schon scheiße. Was sehen wir denn hier? Hier sehen wir schon mal einen Roadrun. Alles klar. Cool steht. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Oh mein Gott. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin supply blocked. Geil. Da muss ja ich jetzt einen Pylon bauen, ne? Ja. Ach, jetzt verstehe ich die Map hier. Das ist ja die gleiche wie vorher, nur umgekehrt. Ui, Zarok, Blitzwerker. I have begriffen. Ob er schon AirTag hat. Aber der hat jetzt den Roadrun. Wenn jetzt Roaches pumpen. Der AirTag ist unterwegs und er hat ein sehr, sehr ekeliges Porträt. Oder was das denn ist. Wie heißt denn das dann? Decal, glaube ich. Seine Mutter. Ich bin irgendwie gerade sehr schlecht. Das kennen wir doch von dir, Zyro. Ja, so überrascht uns nicht. So viel besser bist du gerade aber auch nicht. Wieso? Ich habe immerhin schon so eine solide 2-Base-Eco saturiert. Dritte Base ist im Bau. Du bist ja auch jetzt. Zerg, du musst das. So, ich baue mal ein paar Einheiten. Ich glaube, Zyro hat irgendwie mal wieder gar nichts. Doch, 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 doch. Und mal einen zweiten Pfeil dann da unten hin an. Wo denn? An die Ramp? Wieder. Mach ich Chefe. Aber Worker bauen ist halt vorrangig. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir haben jetzt mal ausnahmsweise relativ viele Einheiten wirklich gebaut. Da kommen jetzt Linge nach vorne, relativ viele Linge. Das heißt gut, dass ich diese Einheiten gebaut habe. Das ist gut. Das ist eigentlich mit AirTag irgendwann mal angefangen. Bei mir müsste eigentlich auch direkt ein Schwall Einheiten kommen, wenn denn alles so funktioniert. Ich muss jetzt trotzdem noch ein bisschen drohen gerade. Das hilft nichts, auch wenn wir gepusht werden. Ich habe ein Mothership bekommen. Wir können also overchargen. Oder wie man das in Neudeutsch nennt. Überladen. Laden. Ich weiß nicht, wie heißt denn das auf Deutsch? Ja, überladen stimmt schon. Überladung wahrscheinlich, ne? Ich weiß, du hast das doch auf Deutsch. Ja, aber ich kann ja deine Einheit nicht anklicken, da steht da neutrale Einheit. Mutterschiff gern, neutrale Einheit, sie können diese Einheit nicht steuern. Bin ich auch gemein. Mothership Core habe ich und der regelt auch schon ganz gut. Bei streng genommen könnte ich ja sogar, da kannst du das ja aktivieren. Mach mit dem Oracle direkt rein, ne? Ich weiß, dass der das gesehen hat. Ich habe gesehen, dass der das gesehen hat. Fliegen wir gleich noch ein bisschen weiter nach links, direkt. Ich verstehe. Okay, sehr gut. Wollte sehen, ob der einen Spy-Attack hat, aber es sah bisher nicht so aus. Ja, das ist auch ein gutes Oracle. 7 Kills, am besten fließt jetzt wieder weg. Sterben lassen, nicht sterben lassen, nicht sterben lassen. Das geht drauf, weil die Range von den, Ja, du hättest wieder wegfliegen müssen, eigentlich. Ja, aber ein bisschen zu langsam, muss ich zugeben. Aber gut. War nicht gut, war auch nicht so schlecht. Doch, war eigentlich schon so schlecht. Ja, doch, 7 Kills sind in Ordnung, aber es ist halt immer besser, das Oracle am Leben zu halten. Achtung, Overcharge. Oben, Overcharge. Rufen, nicht Hold Position, du bist auf Hold Position. Kann hier nicht durch. Ja, ne, Hold Position war jetzt nicht so geil. Pass mal mit deinen Workern oben in der Main auf.
und under natural. Ja. Kann ich überall. Ja, ein bisschen viel. Natürlich gehen wieder alle auf mich und nicht auf Nergorix. Ihr sollt worken und nicht rumstehen. Aber du hast immer die Base gehalten. Ja, mit sehr viel Opfern. Ich hätte meine dritte nicht halten können, aber ist egal. Sehr viel Opfern. Lass unten stehen die noch rum, ne? Nicht einfach zurückziehen. Das sind Roaches, das ist nicht so gut, was ich hier habe. Okay, da kommen Reinforcements an Lingen, glaube ich. Ne, sind auch wieder Roaches. Die haben nur Roach Speed schon. Das sieht nicht gut aus. Würde ich jetzt so noch nicht formulieren. Wenn das schon gleich halten können. Okay, da kommen noch viele Dinge. Hast du noch Overcharge? Ja. Mach das gleich an der Main Ramp. Nicht mit den Stalkern alle. Du läufst mit allen deinen Stalkern in den Tod gerade. Oh. Da war es wohl nicht gewollt. Okay, lass uns oben an unser. Oder ja, wir müssen eigentlich deinen Nexus halten. Das ist wieder nur Cheese, was die hier machen. Ja, ein 8-Minuten-Push ist jetzt nicht so wirklich ein Cheese, ne? Doch, doch. Einen werden wir nicht halten können. Zieh deinen Adepten zurück. Nicht alle verlieren. Jade, nach hinten. Jade, und dann... Ja, jetzt ist zu spät. Wir schaden müssen und währenddessen weiter angreifen und dich dann dahin zurückziehen. So, in der Ram können wir fighten. Den müssen wir höher noch, so. Ich habe einen Overcharge gezündet. Ja, ja, das war gut. Aber das ist nur ein Pfeiler, ne? Ja. Das ist ein Jetzt nach. Flyblock. Oh, ich habe katastrophalen Fehler gemacht. Okay, lass oben stehen dann erstmal. Ich habe katastrophalen Fehler gemacht, muss ich sagen. Ich habe schon seit Jahren, seit Jahrzehnten habe ich 8 Gateways, aber ausgeklappt habe ich die noch nicht. So. Das ist schon wieder so ein ganz komisches Spiel. Ja, wir müssen jetzt gleich eigentlich Konter pushen, sonst haben wir verloren. Ich weiß. Brauch mal lieber nicht so viele Adepten, sondern lieber ein paar mehr Stalker. Ich würde jetzt auch gerne als nächstes meine Echse nehmen. So sieht das aus. Ja, ja, wir müssen eh gleich gegen pushen. Nimm die Echse jetzt. Dann müssen wir gleich gegen pushen. Ich habe irgendwo einen Idle Worker. Da kommen sie wieder. Und am besten bau mal hier eine behelfsmäßige Wall mit Pylons. Also nicht, dass sie hier komplett zugewallt sind, aber dass du da dann irgendwer sie reinstellen kannst. Einmal mit Pylons, weil die werden gleich einfach wieder gegenrennen. So, einer reicht ja. Achtung, Achtung, Achtung! War nicht ganz gut gesessen, aber von denen so schlecht. Sieht nicht gut aus. Oder hast du noch viel? Nee. So viel haben die auch nicht mehr. Ja, wow, ja, ein Grab direkt unter meinen Overseer. Ja, ja, Burrow. Jetzt kommen Dinger dazu. Ja, ja, Hydras. Gegen was ist Hydras eigentlich gut? Also außer er. Deppen. Nicht da reingehen. Oh! Sorry, ich war gerade in der Vorwärtsbewegung. Tut mir leid. Oh ja. Bitte wird's halt schwierig gleich, ne? Wenn er dich natürlich hier ohne irgendwas hier reinschickt, dann ist das nicht ein bisschen besser schon. Ja, Waypoint Fail würde ich mal sagen. Oben aufpassen. Okay. Alles in Ordnung. Oh, ich hab so. Was denn mit seinen Overlords hier die ganze Zeit? Ich hab so wenig Income jetzt die ganze Zeit. Geh mal mit deinen Stalkern hier auf die Overlords hier gerade alle rein, warum auch immer. Ja, besser als gar keiner. Ich habe leider kein Income, weil ich unbedingt die Expansion brauche, weil ich nicht gekriegt habe. Einen habe ich gekriegt. Fit. Ja, nice, Nergorix. Stark gespielt vom Deutschen. Ich habe leider gleich nicht mehr. Bitte? Ich habe gleich nicht mehr. Ich hab Outmind, Gas? Man und Natural. Ich bin auch ein Outmind. Brauchst du Gas? Ja. Gut, ich auch nicht. Ich brauch Minerals. Doch. Warum bin ich eigentlich so blöd? Das freu ich mich auch öfter. Ich kann ja eigentlich einfach die von den Main an die Natural schicken. Das ist nicht dein Ernst. Doch.
Ich bin halt neu in dem Spiel. Ich bin. Ja, du spielst das ja erst seit mehreren Monaten. Ich spiele ja schon seit 5 Minuten. Ich bin hier. Ja, sollen wir. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Also, wenn wir ehrlich sind, sind wir tot. Ich vermute fast, dass gleich einfach Mutas kommen. Oder sie versuchen das eiskalt durchzuziehen, da kann das natürlich auch passieren. Warum eiskalt durchziehen? Dann hätten sie jetzt schon weiter angreifen müssen die ganze Zeit. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Oh Mann, ich komme wieder zu nix, ich komme wieder zu keinen Upgrades, weil immer alles abgerissen wird. Upgrades sind gut bei mir. Okay, da kommen sie wieder. Die haben aber 0-0, also das ist schlecht bei denen. Ja, ich hab auch 0-0, weil bei mir wird immer, wenn ich... Ich hab 2-2. Immer wenn ich komm, drauf, Ultras! Ja, Overtrag ist gut. Nee, die Ultras sind jetzt nicht so gut. Ich muss nochmal overchargen, das ist nicht so gut. Ein Ding in unserer Base. Das ist ebenfalls nicht gut. Eure Sonden werden angegriffen. Ja. Jetzt müssen wir deine Natural wieder retten. Ich bin leider gestorben dadurch. Also, Oh, 4-3er Ultra hat er schon. Du hast gesagt, der hat nichts. Ja, das ist der andere. Oder? Achso, okay. Bin ich doppelt zack. So, Ultras sind wieder tot. Ja, Roaches sind noch. Hast du noch irgendwelche Worker? Ja, 13 Stück an der Dingens, ja, an der Normal. Ich muss einen Worker-Transfer machen. Ja, natürlich. Nicht mit den Stalker, nicht die Stalker verlieren alle. Oder zumindest nicht kampflos. Dann wirst du sie vermutlich. Ja gut, ich würde mal sagen, da waren wir einfach auf den ersten Push wieder mal nicht vorbereitet. Das zieht sich durch die Folge. GG! Nee, da gibt kein GG. Sagen, da waren sie klar besser einfach. Boah ey, Zerg ist einfach so overpowered, die kommen einfach, die explodieren völlig sinnlos aus sich hinaus. Ja, deshalb ist es gut, wenn man mal so drei Sentries baut, um Force drei zu setzen. Drei Sentries sind zu Harrison, nicht gewesen. Ja. Nein, nicht zum Harrison. Hör mir bitte zu. Um Force Fields zu setzen, bei dem Push wäre das gut gewesen tatsächlich und um Halluzinationen reinzuschicken, um zu sehen, ob was über die Map brennt. Wir hätten auch den Watchtower nehmen müssen, das ist eigentlich auch meine Aufgabe mit einem Zergling. Aber naja, gut, daraus lernen wir vielleicht auch nicht. Das war's für heute, ich habe euch gefallen und ich schaue noch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts seht ihr die nächste Folge klicken, unten rechts ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss.